Wir sind eine extrem getaktete Industrie. Bei uns ist Kosten, Kosten, Kostenfokus. Ja, also ich glaube, dieses, dass wir als Zulieferer ausgemerkt werden und so, das sind einfach, ja, das sind so Punkte, die sind ganz klar. Es ist aber trotzdem, und da komme ich wieder auf meinen ersten Punkt der Präsentation, das ist nicht nur gesagt, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind, was sehr viel Wert auf das Thema Kultur, Mitarbeiterentwicklung legt, sonst hätte es in so einem Bereich so gar nicht gegeben. Ja. Es ist auch nicht überall so, dass, also normalerweise ist im Corporate HR-Bereich natürlich irgendjemand für Personalentwicklung verantwortlich. Es ist aber tatsächlich so, dass meine Stelle ja separat geschaffen wurde und damit ja schon ein Signal in die Organisation war, hey, wir wollen diese, also wir legen da einen Fokus drauf und wir sind auch bereit, da natürlich auch Invest reinzustecken. Wobei ich auch sagen muss, wir kriegen nichts geschenkt. Ja? Also ich muss schon Überzeugungsarbeit hier auch bei unserem Global Board leisten, dass das was ist, was dem Unternehmen was bringt. Es ist immer super schwierig, das wissen alle im Sinne der Personalentwicklung, so Return on Investment, da zu argumentieren, ja, das seht ihr aber direkt nächstes Jahr, weil, nicht so einfach. Daher glaube ich schon, dass wir da so eine gewisse Credibility haben und auch unterstützt werden von der Geschäftsführung. Und es ist auch in der Struktur, also ich berichte ja an den EVP of HR. Wir berichten momentan, früher haben wir an den COO, jetzt berichten wir an den CFO, das ändert sich immer mal wieder. Aber ich habe selber auch Rücksprachen dann entsprechend alle 2 Monate mit der Geschäftsführung zusammen, wo wir stehen. Ja, das heißt, es wird gehört, die Themen werden gehört und so kriegen wir auch unsere Unterstützung. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Digitalisierung. Also das ist aus unserer Industrie nicht wegzudenken. Ja, also und wir sind global aufgestellt und wir haben einfach, und ich glaube, das kann man so ein bisschen, weil es einfach echt ein guter Zeitpunkt war im Sinne von unserer Globalisierung und wir sicherstellen müssen, dass wir stabile Prozesse haben, dass wir die Mitarbeiter trainieren. Also das Need, der war da und den haben auch alle gesehen. Und deswegen kam ich da nicht zu einem Zeitpunkt mit diesem Thema gesagt, und das ist übrigens das Geld, was wir dafür brauchen. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, nee, verstehen wir, da sind wir dabei und das machen wir auch.